Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening. Bisschen verspätet. Wir haben es heute, was ist denn heute? Mittwoch. Und eigentlich kam am Samstag schon das Paket an. Ich habe aber zu der Zeit geschlafen, deshalb konnte ich es nicht annehmen und konnte es erst am Montag abholen. Und ja, dann war Arbeit ein bisschen stressig und da hat die Lust gefehlt, was aufzunehmen. Deshalb, ja, machen wir es jetzt halt am Mittwoch. Also hier 5 Tage nach Release. Gut, ein paar Packs habe ich da, nicht nur diese zwei. War leider eine kleine Fehlbestellung, weshalb ein paar mehr angekommen sind. Aber gut, ich wollte eh mindestens zwei haben zum Öffnen, vielleicht noch ein drittes, mal schauen. Und eins sowieso nochmal zum, ja, Aufheben, Sammeln. Und dann schauen wir doch einfach mal rein. Zur Auswahl steht hier keins, ich habe leider eins schon vorbereitet, mal Folie hinten aufgemacht, damit das Ganze hier ein kleines bisschen schneller geht. Und dann schauen wir einfach mal rein, was für schöne neue Karten gibt. So, das wieder das erste Pack ist, was wir öffnen. Werden wir auch mal die Karten uns näher angucken, bisschen durchlesen, was es Schönes für Effekte gibt. Oh, und ihr seht schon, wir haben jetzt auf jeden Fall Tamer von der Frontiers Staffel. Oder war Frontier, ja. Den GP Shibayama, ich weiß gar nicht mehr, wie der in der Serie genannt wurde. Wurde der JP genannt? Den haben wir auf jeden Fall als Trainer. Tamer. Trainer, jetzt bin ich schon bei Pokémon. Wir stellen den Fokus mal besser ein. Besser angucken können. So. Leider spiegelt das Licht ein bisschen. Da muss ich mal gucken, wie ich die neige. Ausspielkosten von 3. Was hat er denn? Wenn das von der Security aufgedeckt wird, können wir ihn ausspielen, ohne die Kosten zu bezahlen. Und in unserer Runde. Wenn dieser Tamer in ein grünes Digimon digitiert, können wir die Digitationskosten um 1 reduzieren. Außerdem hat er den vererbten Effekt von Piercing. Für alle, die neu sind, Piercing bedeutet nicht, dass ihr euch irgendwas Schönes stechen lassen könnt, sondern dass ihr, wenn ihr angreift und das gegnerische Digimon besiegt, also wenn ihr ein Digimon angreift vom Gegner und dieses besiegt, und euer Digimon den Kampf überlebt, dann wird anschließend noch eine Attacke auf die gegnerische Security, also die Lebenspunkte im Grunde, ausgeführt. Haben wir schon mal gekriegt. Dann haben wir hier drinnen noch ein Box-Promotion Pack. Next Adventure. Schauen wir doch gleich mal rein. Es gibt 6 verschiedene Karten da drinnen. Ich glaube, ich habe schon erkannt, welches Digimon das ist. Ich habe es doch nicht erkannt, es sind 2 Digimon drauf. Es ist ein Black Memory Boost mit einem, glaube ich, ein Sumimon. Und das ein Kapurimon, würde ich mal behaupten. Bin ich mir mit dem Namen gerade nicht ganz so sicher. Ausspielkosten von 3 Main. Decke die 4 obersten Karten von dem Deck auf, füge eine schwarze Digimon-Karte deiner Hand hinzu. Die restlichen Karten in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Und platziere dann diese Karte in deiner, wie heißt das? Kampf? In deinem Kampfbereich? Außerdem noch Haupt, Delay. Delay ist, werfe diese Karte in deinem Kampfbereich ab, um den unten genannten Effekt zu aktivieren. Du kannst den Effekt aber nicht in der Runde aktivieren, in dem diese Karte den Spielbereich betritt. Und der Effekt, den man so auslösen kann, ist, man bekommt 2 Memory. Außerdem, wenn sie in der Security aufgedeckt wird, diese Karte in den Kampfbereich des Besitzers. Hübsch. Auf jeden Fall ein schönes Artwork wieder mal. Ich glaube, die essen da Curry auf der Karte. Natürlich muss ich husten. So, bleiben noch die 24 Booster aus der Box. Wie immer eine
Alternative Art Card ist auf jeden Fall dabei. Wenn wir Glück haben, ziehen wir mal wieder zwei. Und in dem Set haben wir 112 verschiedene Karten plus nochmal 8 Typen. Gut, dann bin ich mal gespannt, was wir hier drin haben. Ich denke mal, mit Ty Kramer wird dabei sein, wenn der so prominent auf dem Cover und auf dem Booster Packs drauf ist. Und dann gucken wir mal. So, ist der Fokus so gut? Ja, passt. Wir haben auf jeden Fall für Ausspielkosten von 3. Also das Licht nervt mich irgendwie. Wie habe ich denn das die letzten Mal immer gemacht? Ausspielkosten von 3, Digitationskosten von 1, 5000 DP haben wir einen Ghostmon. Dann haben wir ein Triceramon. Ultra Level, Ausspielkosten 6, Digitation 2, 7000 DP. Wollen wir die Optionskarte Brave Metal für 5? In der Hauptphase oder als Haupteffekt. Zerstöre ein gegnerisches Digimon mit Ausspielkosten von 6 oder weniger. Wenn du ein Digimon mit 5 oder mehr Digitationskarten hast und X Antibody als Eigenschaft im Spiel, kannst du oder darfst du ein gegnerisches Digimon vernichten, welches nicht X Antibody in seinen Eigenschaften hat. Oh, ein Whalemon, was aus dem Wasser herauskommt. Sieht irgendwie cool aus. 7 Ausspielkosten. Wähle bis zu 2 Digimon-Karten. Was? Up to 2 Digimon-Cards und Evolution-Cards. Also wähle bis zu 2 Digimon-Karten in den Digitationskarten eines deiner Digimon. Und spiele sie aus. Also und spiele sie als andere Digimon aus, ohne ihre Memory-Kosten zu bezahlen. Das finde ich cool. Für 7. Ja, klingt das mal nett. Kann man also zum Beispiel einen Ultra und einen Champion Digimon aus einem Mega Digimon herausholen. Eventuell ist dann der Champion noch ein Blocker, falls man mal einen braucht. Warum nicht? Den haben wir denn hier? Deadly Axemon. Kenne ich gar nicht. Muss aus einer neueren Serie sein oder aus einem Film. Für 4 Digitationskosten, genau. Digitationskosten von 2. Beim Ausspielen. Decke die 5 obersten Karten von deinem Deck auf, füge 2 Karten mit Nightmon in ihren Namen deiner Hand hinzu und die restlichen Karten in beliebiger Reihenfolge und das Deck. Außerdem dem vererbten Effekt in deiner Runde. Solange dieses Digimon Nightmon oder Barkramon in seinem Namen hat, bekommt es plus 2000 DP. Dann haben wir ein schlafendes Gotzumon. Scheinbar schnarcht es sehr laut dabei, denn Pumpkinmon hält sich die Ohren zu. Falls es Ohren überhaupt hat. Kürbis. Ausspielkosten von 3. Für 0 kann man es weiterentwickeln. Oder kann man es entwickeln. Und hat den Ausspieleffekt. Du darfst ein grünes Digimon von deiner Hand aufdecken. Wenn du das machst, kannst du es auf dein Deck hochlegen. Verstehe ich noch nicht ganz, warum man das machen sollte. Eine Digimon-Karte, die man eh schon auf der Hand hat, auf das Deck legen. Aber wahrscheinlich gibt es dann Karten, also grüne Karten vor allen Dingen, die davon irgendwie profitieren. Das werden wir noch sehen. So, Ausspielkosten von 4 und 2 haben wir ein Icemon Scatter Mode. Mit der Fähigkeit, wenn es zerstört wird, ziehe 3 Karten. Und dann muss man 2 Karten von der Hand in den Ablagestapel legen. Oder war Trash auf den Ablagestapel legen? Ich glaube ja.
haben wir Optionskarte Electric Wash. Opteffekt. Eins deiner Digimon bekommt plus 3000 DP für diese Runde. Dann, falls du drei Security-Karten hast, Anzuspende eines deiner Digimon, also enttappen. Man kann es also wieder bereit machen. Und der Security-Effekt füge diese Karte dem Besitzer hinzu, also auf die Hand. Optimal falsch ausgedrückt. Hier haben wir ein Pusurimon. Ein Baby-Level und das Träumen von Fleisch. Welches ist jetzt das Pusurimon? Das würde ich gerne wissen. Das ganz kleine ist oder das größte? Da hier der Vererb-Effekt ist, würde ich mal sagen, das ist das Pusurimon. Und das ist nochmal, das ist das Baby-Level, das ist Pusurimon-Ausbildungslevel und ja, dann muss ja irgendein Rookie noch kommen. Kenne ich aber auf jeden Fall auch nicht. Und es hat den Vererb-Effekt, wenn diese Karte durch einen Digi-Burst-Effekt vernichtet wird, ja, bekommt eines der gegnerischen Digimon minus 1000 DP für diese Runde. Mensch, und wir haben fast das erste Booster-Pack fertig. Geil. Zieht sich mal wieder. Hier haben wir, ich lese jetzt mal nicht mehr die ganzen Ausspielkosten, Digitationskosten und TP vor. Hier haben wir auf jeden Fall einen Marmel-Tyramon. Interessiert der Schwarze da hinten irgendwie gerade? Los. Wollt dieses Cosplay-Tyrannomon? Auf jeden Fall, wenn es angreift, decke die drei obersten Karten deines Decks auf. Hm? Du kannst dieses Digimon in ein grünes Level 6 Digimon weiterentwickeln, ohne die Ausspielkosten. Was? Ja, ohne die Memory-Kosten zu bezahlen. Die restlichen Karten kommen unter das Deck. In beliebiger Reihenfolge. Das ist nett. Ausspielen oder weiterentwickeln und angreifen und dann kann man es kostenlos weiterentwickeln. Wenn man natürlich das Glück hat, dass unter den drei Karten dann eine Level 6 Karte ist, wo dann natürlich ein Gotsumon nicht schlecht wäre, wenn man ein Level 6er Digimon durch das Ausspielen von Gotsumon dann auf das Deck draufbringen könnte. Schon haben wir eine passende Kombi dafür gefunden. Und dann haben wir hier eine, das ist eine Rare, die ich schon mal richtig geil finde, vom Design her. Ancient Sphinxmon. Das Licht nervt mich echt heute. Mit dem Effekt beim Digitieren. Du darfst ein Digimon mit 10 Warriors oder Hybrid in den Eigenschaften löschen. Um ein gegnerisches Digimon zu löschen, dessen Level niedriger oder gleich des gelöschten Digimon ist, also von dem, was man selber entfernt hat. Und wenn dieses Digimon hier gelöscht oder zerstört wird, darf man ein lilanes Level 4 oder niedrigeres Digimon mit Hybrid in den Eigenschaften von der Hand ausspielen, ohne die Memory-Kosten zu bezahlen. Auf jeden Fall eine hübsche Karte. Das ist jetzt mein Lieblingsartwork. Wir haben ja noch kaum Karten gesehen. Das ist jetzt 10 Karten sind, glaube ich, immer in einem Pack, ne? Ne, 12 Karten sogar. 12 Karten pro Pack, also haben wir gerade mal 12 Karten gesehen jetzt. Da ist die Auswahl noch nicht so groß. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall unsere letzte Optionskarte von diesem Pack und zwar die mit dem unaussprechlichen Namen Quellilize Blast. Gott, das war wahrscheinlich absolut falsch. Hat auf jeden Fall den Effekt, wenn man diese Karte von der Hand aus benutzt, dann sind die Memory-Kosten dieser Karte gleich der Karten, die man im Security-Bereich hat. Dann der Haupteffekt,
Ein gegnerisches Digimon bekommt minus 3000 DP für diese Runde. Dann eines deiner Rasenmon bekommt Security Attack plus 1 für diese Runde. Das bedeutet, nachdem man einen Angriff auf die Security ausgeführt hat mit dem Rasenmon, ja, wird noch ein zweites Mal angegriffen. Im Grunde kann man 2 Leben dem Gegner abziehen. Das war das erste Pack. Super. Wir haben 15 Minuten rum. Bleiben auch nur noch 23 Packs. Das kriegen wir doch sicher unter einer Stunde hin. Spätestens sobald Karten anfangen sich zu doppeln. Oh, hier haben wir auch gleich von unserem Thema die eine der beiden Weiterentwicklungen. Die konnten sich ja mal in 2 Versionen, eine Menschenform und eine Tierform entwickeln. Ich glaube, das hier müsste die Tierform sein, würde ich mal behaupten. Bin da echt raus aus der Serie. Die Frontiers hat mir nicht ganz so gefallen. Ich fand die Idee ein bisschen komisch, dass sich die Tamer oder die Kinder dann halt in Digimon entwickeln. Aber ich habe es trotzdem geguckt, ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr so viel von. Hier haben wir auf jeden Fall Metallkapodierim. Kabuterimon, Gottes Willen. Hat 2x Digiwolf Kosten. Einmal Level 3. Level 4. Du darfst diese Karte aus der Hand heraus digitieren. Zwar auf einen grünen Tamer. Als wäre der Tamer ein Level 3. Also ein grünes Level 3 Digimon. Und zwar für Memory-Kosten von 2. Wenn du digitierst. Wenn eine Karte mit Hybrid in den Eigenschaften oder JP Shibayama, das ist der Thema, den wir hatten, oder haben, in den Digitationskarten dieses Digimons ist, kannst du ein gegnerisches Digimon mit 6000 oder weniger DP tappen. Also erschöpfen. Dann haben wir einen Pulsmon. Ich musste gerade überlegen, ob wir das schon hatten, aber nee, wir hatten das schon mal auf einer Aktionskarte. Hat den vererbten Effekt, wenn es angreift, einmal pro Runde, wenn du 3 Security-Karten hast, bekomme 2 Memory. Gelb scheint auch irgendwie auf die Zahl 3 bei den Security-Karten fokussiert zu sein. Immerhin ein Toy Agumon. Neutrale Karte, und zwar ein Nemon. Die beiden fand ich immer irgendwie komisch. Waren nicht so meine Lieblings-Sidekicks. Beim Ausspielen. Du kannst eine, oder du darfst eine Thema-Karte mit einem vererbten Effekt von deiner Hand ausspielen, ohne die Memory-Kosten zu bezahlen. Thema-Karten mit vererbten Effekt? Achso, die Kinder hier jetzt, okay. Und in allen Runden, einmal pro Runde, wenn eines deiner Digimon mit einer Thema-Karte in den Digitationskarten zerstört wird, kannst du eine Thema-Karte von deinem Ablagestapel ausspielen, ohne die Memory-Kosten zu bezahlen. Im Grunde kommt der Thema dann immer wieder. Das Vieh kenne ich irgendwie noch. Gigasmon. Mit dieser dicken Knollennase. War das nicht einer der böse wichtig, hat sich nicht dieser kleine Zwerg von Frontier in denen entwickelt? Weil der war doch eher so das Erdelement. Ich glaube, da gab es so einen kleinen Zwerg, oder? Ja, auch einen Hammer oder denke gerade an irgendwas anderes. Auf jeden Fall. Du kannst diese Karte digitieren, von deiner Hand auf einen deiner schwarzen Thema digitieren, als wäre dieser Thema ein Level 3 schwarzes Digimon. Außerdem hat es Blocker. Damit kann man natürlich, wenn ein Digimon angreift, diese Attacke blocken. Oh, hübsch. Ein Orochimon. Wenn du diese Karte zerstörst, also in deiner Hand zerstörst, indem du einen deiner Effekte benutzt, dann kannst du eine Karte ziehen.
Außerdem hat es den vererbten Effekt, oder gibt den Effekt weiter. Beim Angreifen einmal pro Runde kannst eine Karte in deiner Hand zerstören und bekommst dafür ein Memory. Beamon, yes! Und ein kleines Gomamon haben wir hier oben noch in der Ecke. Na, wenn ich mal näher rangehe und den Fokus erhöhe. Kleines hübsches Gomamon, genau. Nee, wie hieß es denn? Die vorhin wegen Tsubakimon? Nee. Dafür habe ich extra drauf hingewiesen und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hätte ich es mal lieber sein lassen. Auf jeden Fall, wir haben ja einen Waymon und sonst nichts weiter. Und beim Ausspielen. Du darfst eine Level 3 Digimon-Karte aus den Digitationskarten eines deiner Digimon ausspielen, ohne die Memory-Kosten zu bezahlen. Wenn du das machst, kannst du eine blaue Digimon-Karte von deiner Hand ans unter die Digitationskarten eines deiner Digimons legen. Aha. Also ich spiele Waymon aus und kann dann zum Beispiel. So, jetzt guck. Mir ist gerade eingefallen, das war Bukamon übrigens hier in der Ecke. Wir können also Waymon ausspielen und wenn wir ein anderes Digimon draußen haben, können wir von der Hand einfach mal so noch eins drunter legen, um so einen Erbeffekt weiterzugeben. Das ist natürlich auch mal geil jetzt. Jetzt muss man nicht unbedingt stur ausspielen, die Digimon, und weiterentwickeln, dass man die Erbeffekte reinkriegt, sondern kann das auch per, ich sag immer Waymon, das heißt Warmon, per Warmon jetzt einfach buffen. Cool. Dann haben wir einen Daipenmon. Wenn es digitiert. Für jedes Digimon, das dein Gegner hat, welches keine Digitationskarten besitzt, ziehe eine Karte. Da ist Blau, glaube ich, auch immer so dahinter. Das war, glaube ich, schon allein beim Starterdeck damals von Matt. Da gab es, glaube ich, auch das gehabt. Wäre Garurumon oder so? Oder hatte nicht Matt selber auch so einen Effekt, wenn der Gegner ein Digimon, mindestens ein Digimon hat, welches keine Digitationskarten besitzt, dann bekommt man ein Memory dazu, irgendwie sowas. Aber so einen Effekt gab es da. Und es hat auf jeden Fall noch den zweiten Effekt in der Gegnerrunde. Solange eine Karte mit Hybrid als Eigenschaft diesen Digimon als Digitationskarte angehört, können keine gegnerischen Level 3 Digimon angreifen. Das wäre nett gegen einen Wookiee-Wash-Deck. Und hier haben wir, ein Bukamon. Das, was ich erst auf der Warmon-Karte erkannt habe. Vererbt nur den Effekt. Ach, das ist sogar ein Level 2. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir oben keine Ausspielkosten sind. Auf jeden Fall vererbt es den Effekt. Einmal pro Runde, in deiner Runde. Wenn du ein Digimon ausspielst, welches vorher eine Digitationskarte eines anderen Digimons war, bekommt man ein Memory. Dann haben wir ja ein Doroquamon. Mit dem Effekt, wenn es digitiert, du darfst eine schwarze Karte mit X-Antibody als Eigenschaft von deiner Hand unter die Digitationskarten dieses Digimons platzieren. Um Effekte zu verhindern, die es zerstören würden oder die DP reduzieren würden. Bis zum Ende der gegnerischen Runde. What? Okay, das klingt ein bisschen heftig. Warmon konnte ein anderes buffen, aber das hier bufft sich selber und verhindert auch noch, dass es zerstört werden kann oder die DP reduziert werden. Okay. Ach, bis zur gegnerischen nächsten Runde so.
Klingt auf jeden Fall mächtiger. Obwohl, es kann halt nur sich selber buffen und nicht andere, aber ja gut, trotzdem gut. Vererbter Effekt in deiner Runde. Solange dieses Digimon X Antibody als Eigenschaft hat, bekommt es Security Attack plus 1. Ja, das ist ja schön, dass es so den Effekt hat beim Digitieren, dass es dann X Antibody drunter legen kann. Ja, und wir haben ein Systamon Plank. Sehr schön. Es war halt auch nur Rarity, aber ich mag diese Systamons. Finde die cool. Die habe ich bei Digimon Cyber Sleuth, wie auch immer das ausgesprochen wird, dem Videospiel, die hatte ich mal gerne dabei gehabt. Die habe ich auch da das erste Mal gesehen. Hat den Ausspieleffekt. Du darfst ein Systamon Plank von deiner Hand oder vom Ablagestapel unter die Digitationskarten dieses Digimons legen, um Recovery plus 1 Deck auszulösen. Was bedeutet, die oberste Karte von deinem Deck wird in dein Security Stack gelegt. Also man bekommt im Grunde ein Leben wieder dazu. Und wenn es vernichtet wird, darf man dann eine Karte mit Jessmon, Hackmon oder Systamon im Namen, außer Systamon Plank Awakened, was diese Karte ist, vom Ablagestapel wieder auf die Hand nehmen. Weil sonst wäre es ja endlos Combo. Ein Systamon Plank Awakened im Ablagestapel und dann holt man sich mit der zweiten die Systamon Plank Awakened wieder auf der Hand und spielt die zwei dann die erste als dritter aus und mit der dritten wieder die zweiten und ja, ihr versteht schon, wo das endlos sein könnte. Und P? Was ist ein P für eine Seltenheit? Promo? Persönlich selten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir ein Ophanimon. Richtig cool. Sehr hübsche Karte, ey. Hat den Effekt, wenn es digitiert, wenn du ein Thema im Spiel hast, bekommt ein gegnerisches Digimon minus 5000 DP für diese Runde. Und wenn Ophanimon angreift, dann bekommt ein gegnerisches Digimon und alle gegnerischen Security Digimon minus 2000 DP für diese Runde. Ich habe jetzt gar keine Sleeves hier, scheiße, dass ich das auch noch sage. Dann lege ich es erstmal sicher hier hin. Und wir haben Pack Nummer 2 geschafft, nach 28 Minuten. Gottes Willen. Also wer jetzt noch dran ist, danke. Ich hoffe, es ist interessant genug, dass ihr auch wirklich dran bleibt dabei. Gut, wer jetzt noch dran ist, der wird es scheinbar interessant finden. Machen wir weiter. Kendo Garurumon. Oder ihr lasst es einfach im Hintergrund laufen, so mache ich das meistens mit Videos. Kendo Garurumon. Du kannst diese Karte digitieren lassen, also von der Hand digitieren. Auf einen deiner blauen Tamer, als wäre der Tamer ein Level 3 blaues Digimon für Memory-Kosten von 2. Und wenn es digitiert, wenn eine Karte mit Hybrid in seinen Eigenschaften oder Koji Minamoto den Digitationskarten dieses Digimons gehört, dann bekommt dieses Digimon Jamming für diese Runde. Jamming bedeutet, es kann beim Kampf gegen Security Digimon nicht zerstört werden. Dann haben wir jetzt plötzlich heftige Turbulenzen hier mit der Karte Ultra Turbulenz. Ich habe gerade überlegt, ob mir der Name des Digimons einfällt. Ich weiß es aber nicht mehr, aber es war auf jeden Fall das blonde Mädchen, was sich zu ihm digitiert hat, wo mir auch der Name gerade nicht mehr einfällt. Hatte ich nicht gesehen, ihr wollt jetzt auch nicht die seltenen Karten dann spoilern, die hinten kommen. Auf jeden Fall. Der Haupteffekt ist, eines der gegnerischen Digimon und alle gegnerischen Security Digimon bekommen minus 3000 DP, also im Grunde wie Ophanimons beim Angreifen Effekt plus um 1000 DP mehr. Und Security Effekt, Karte kommt auf die Hand.
Dann haben wir den Thunder Laser. Da ist der Effekt. Wenn du ein Digimon mit Hybrid oder Ten Warriors in den Eigenschaften im Spiel hast, dann darf man ein gegnerisches Digimon tappen. Security. Karte kommt auf die Hand. Oh, Eismon, Scatter Mode, kennen wir schon. Gigasmon haben wir auch schon. Orochimon haben wir auch schon. Pulsmon haben wir auch schon. Oh, es geht voran. Kokomon! Ja! Hat mir so gefallen im ersten Digimon-Film. Kokomon, wenn es angreift, du darfst die obersten drei Karten von deinem Deck aufdecken. Zerstöre eine Themakarte von den drei Karten, die man aufgedeckt hat. Und platziere die restlichen Karten in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Wird also im lilanen, in den lilanen Karten hier irgendwelche geben, die Bezug auf Thema im Ablagestapel nehmen. Vielleicht ja schon diese hier, und zwar Kaiser Leomon. Schwarz-Gold sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Rot auch noch. Will ich vielleicht mal für meine Tabletop-Figuren nehmen als Farbschema. Schwarz-Gold und rote Details. Jetzt aber erstmal zu der Karte. Und zwar mit dem Effekt. Du kannst diese Karte wieder auf ein lilanen Thema aufentwickeln, als wäre dir ein Thema ein Level 3 Lila Digimon für Memory-Kosten von 2. Beim Digitieren, wenn eine Karte mit Hybrid in den Trades oder Kuichi Kimura zu den Digitationskarten dieses Digimons gehört, bekommt dieses Digimon Retaliation. Bis zum Ende der gegnerischen nächsten Runde. Retaliation haben wir auch dieses Mal noch nicht erklärt. Das ist, wenn dieses Digimon nach einem Kampf zerstört wird, wird das andere Digimon auch mit zerstört. Dann haben wir ein Burning Quamon. Du kannst diese Digimon-Karte wieder von der Hand auf einen roten Thema digitieren, als wäre ein Level 3 rotes Digimon für Kosten von 2. Beim Digitieren, wenn es Hybrid in den Eigenschaften hat oder Takuya Kanbara in den Digitationskarten dabei ist, dann zerstöre ein gegnerisches Digimon mit 4000 DP oder weniger. Ja. Okay. Unsere Rare. Oh, hübsch, hübsch, hübsch. Da würde sich Torchman wieder freuen. Hübsches Dino-Digimon. Und zwar Dino-Rexmon. Sogar ein Mega-Level. Nice. Wenn es digitiert, tappe ein gegnerisches Digimon oder erschöpfe ein gegnerisches Digimon. Dieses Digimon enttappt sich nicht während der nächsten Enttappphase. Beziehungsweise erholt es sich nicht während der nächsten Erholphase, wie auch immer man es halt nennen will. Und während deiner Runde, dieses Digimon bekommt plus 1000 TP für jede der gegnerischen getappten Digimon. Ist mit 12.000 so relativ Standard, denke ich mal, bei den Mega-Leveln. Gibt ein paar, die haben weniger 11.000, ne? Aber es gibt auch ein paar, die haben 13 oder 14.000. Aber es wird dafür stärker, wenn der Gegner getappte Digimon hat. Noch ein Mega. Ancient Megateriumon. Muss ich zuerst an Chopper aus One Piece denken, wo ich ihn jetzt gerade gesehen habe. Wäre geil, wenn Chopper so eine Form hätte, noch mit Kanonen auf dem Rücken. Chopper und Frankie zusammen fusioniert. Wenn es digitiert, für jede Karte mit Hybrid in den Eigenschaften in den Digitationskarten dieses Digimons, zerstöre eine Digitationskarte, also eine unterste Digitationskarte von jedem gegnerischen Digimon. Okay, klingt schon mal krass. Dann für jedes Digimon, das der Gegner hat, welches keine Digitationskarte besitzt, ziehe 2 Karten. Holy moly. Also wenn die jeweils nur 2 Karten haben oder so und man nichtet die dann alle oder der hat sogar ein paar nur mit ein, ja, kann man auch ordentlich Karten nachziehen. Oh Mann, man hat mir Magenknochen gerade nicht gehört. Das ist kurz vor Mittag. Beim Zerstören, wenn es zerstört wird,
Du darfst eine blaue Level 4 oder niedrigere Karte mit Hybrid in den Eigenschaften von deiner Hand ausspielen, ohne die Mangelkosten zu bezahlen. Nett. Und wie gesagt, sehr hübsche Karte, erinnert mich voll an Chopper. Und sehr schön, das Pack haben wir wesentlich schneller fertig gekriegt. Ich glaube, wir kommen gerade zu Pack Nummer 4. Oh mein Gott, das kann lange dauern. Ich muss mich mal anders hinsetzen. So ein halber Schneidersitz. Da schläft das Bein ein. Und wir starten mit einem Warmon. Und da oben haben wir einen Bukamon. Mensch, wie geil. Nemon, Toy Agumon. Und Monitarimon ist mal wieder. Monitarmon ist mal wieder dabei. Betraut scheinbar den Verlust dort von einem Fernseher. Beim Ausspielen. Da geht die drei obersten Karten von dem Deck auf. Füge eine Karte mit Nightmon im Namen oder eine Deadly Xmon Karte deiner Hand hinzu. Und die restlichen Karten in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Wendigomon. Da. Angemon? Oder Archangemon? Dem Leader würde ich fast sagen Archangemon. Hieß der überhaupt Archangemon? Wobei Archangemon hätte aber auch diesen komischen Hut auf. Ach was, dann lese ich den. Hört nicht auf mich, ich bin kein Experte. Beim Digitieren. Du darfst die obersten 5 Karten deines Decks aufdecken. Alle Themakarten werden unter ihnen werden zerstört und die restlichen in beliebiger Reihenfolge unter deinem Deck. Außerdem der vererbte Effekt in deiner Runde, einmal pro Runde. Wenn du ein Thema ausspielst, ziehe eine Karte. Pokémon. Er hat aber Nemon leider nicht irgendwo mit drauf. Das ist ja unfair. Er darf bei Nemon mit auf der Karte sein, aber bei ihm, ja, nix. Beim Ausspielen, decke die 5 obersten Karten von dem Deck auf. Füge eine Karte mit Hybrid oder Ten Warriors in den Eigenschaften und einen Thema deiner Hand hinzu. Die restlichen in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Außerdem während deiner Runde, einmal pro Runde, wenn einer deiner Themas digitiert, bekommst du 2 Memory. Thunderlaser, kennen wir schon. Oh, ein Eosmon ist wieder dabei. Während deiner Runde, alle deine anderen Eosmon bekommen plus 1000 DP. Und wenn es zerstört wird, du darfst ein Level 5 oder niedrigeres Eosmon von deiner Hand ausspielen, ohne die Memory-Kosten zu bezahlen. Na, die heißen ja alle mal Eosmon hier, Level 2 und 3 und 4 und 5. Starlight Velocity. Du darfst ein Thema oder eine Digimon-Karte mit Hybrid in den Eigenschaften von einer der Digitationskarten eines Digimons aus, als ein Thema oder anderes Digimon ausspielen, ohne die Memory-Kosten zu bezahlen. Und wenn es von der Security aufgedeckt wird, du darfst ein Koji Minamoto von deiner Hand oder vom Ablagestapel ausspielen, ohne die Memory-Kosten zu bezahlen. Ich wollte doch hier nichts spoilern, Mensch. Was? Avenge Kidmon. Ja, auch richtig cool aus. So viele coole Digimon, ey. Wenn du diese Karte von deiner Hand ausspielst, dann reduziere die Memory-Kosten um 1 für jede Optionskarte, die du und dein Gegner in dem Ablagestapel haben. Außerdem beim Ausspielen. Schicke alle Karten mit zu den Musketeers als Eigenschaften und alle Optionskarten von beiden Spielern, also von den Ablagestapeln beider Spieler, zum Boden, also unter das Deck des jeweiligen Besitzers. Wenn so 7 oder mehr Karten wieder dem Deck hinzugefügt wurden, oder den Decks, dann zerstöre eins der gegnerischen Digimon mit Three Musketeers in den Eigenschaften oder
eines, welches 8000 DP oder weniger hat. Mhm. Dann haben wir als erste Where? Ah ja, was. Wo ich überlegt hatte, wer sowas für ein Wookie es wird. Ein Heeresmon hat den Vererbteffekt in deiner Runde, wenn diese Karte zerstört wird, indem du den Digiboss dieses Digimons einsetzt, dann kommt diese Karte wieder auf die Hand des Besitzers zurück. Und wir haben eine Zoe Orimoto. Und der habe ich doch erst den Namen gesucht. Security, wenn sie da aufgedeckt wird, spiele diese Karte aus, ohne die Kosten zu bezahlen. Beim Ausspielen, du darfst dein Security Stack nach einer Karte mit Hybrid oder Ten Warriors in den Eigenschaften durchsuchen, sie aufdecken und deiner Hand hinzufügen. Wenn du so eine Karte deiner Hand hinzufügst, dann wird Recovery plus 1 aktiviert. Außerdem mischt man dann den Security Stack. Aber nicht, so kann man auf jeden Fall schon mal reingucken, was da alles drinne liegt. Und auf was man eventuell dadurch noch im Deck hoffen kann. Alle deine Security Digimon bekommen plus 3000 DP. Das ist der Vererbteffekt noch. Das ist natürlich auch cool. Also 3000 für Security Digimon schon mal. Das ist ein ordentlicher Buff. Lass zwei Zoes draußen liegen, sind schon mal 6000. Da überlegt er sich wahrscheinlich zweimal, ob er angreift oder nicht. Hier haben wir ein Bautmon. Mit dem Vererbeffekt, während der gegnerischen Runde, wenn ein gegnerisches Digimon einen Spieler angreift und du drei oder mehr Security-Karten hast, dann darfst du dieses Digimon enttappen. Ja, Gotsumon kennen wir. Kendogarumon, ja, das kennen wir auch. Gigastorm. Das Metall-Kuemon, welches aus den Nippeln schießt. Mit dem Haupteffekt zerstöre bis zu zwei gegnerische Digimon mit 8000 oder weniger DP. Und wenn es als Security aufgedeckt wird, dann wird der Effekt aktiviert. Das finde ich schon mal cool. 1000 ist nicht gerade wenig. Rugamon? Hat man das schon? Weiß ich gar nicht. Mist, das weiß ich jetzt echt nicht. Lesen wir es einfach schnell vor. Gegnerische Runde. Solange du ein anderes Digimon im Spiel hast, welches Ex-Antibody in den Eigenschaften besitzt oder eine Karte mit Ex-Antibody in den Eigenschaften in den Digitationskarten dieses Digimons sind, dann bekommt dieses Digimon Blocker. Also wie Blocker mit. Und vererbte Eigenschaft in jeder Runde, solange dieses Digimon Ex-Antibody in den Eigenschaften hat, bekommt es plus 1000 DP. Hey, ein Kumamon. Du kannst diese Karte ja wieder von der Hand aus digitieren, und zwar auf einem blauen Thema, als wäre dieser Thema ein Level 3 plus Digimon. Wenn es digitiert, zerstöre eine Digitationskarte eines gegnerischen Digimons, also eine unterste Digitationskarte eines gegnerischen Digimons. Ein Pizzeramon, was ordentlich futtert. Oh, und das Tarnemon. Aber das ist da gerade ein bisschen vorsichtig geworden. Nicht, dass er auch noch gefuttert wird. Dann haben wir ein... Wie sieht man das denn aus? Sterfilmon? Cool. Wenn es digitiert, wenn dieses Digimon eine Digitationskarte hat... Wenn es digitiert, hat es doch auch eine Digitationskarte, oder heißt es genau eine? Da bin ich mir gerade unschlüssig, wie der Effekt zu verstehen ist, weil wenn es digitiert, muss es ja eine Digitationskarte drunter haben. Auf jeden Fall. Darf man dann bis zu zwei Level 4 oder niedrigere gelbe Digimon-Karten von der Hand
als unterste Digitationskarten dieses Digimons ausspielen, und zwar in beliebiger Reihenfolge. Dann ziehe eine Karte für jedes Digimon, das man so platziert hat. Und your turn, also während deiner Runde, der Vererbeffekt. Wenn diese Karte durch den Effekt, also den Digiburst-Effekt dieses Digimons zerstört wird, bekommt eines deiner Digimon Security Attack plus 1 für diese Runde. Nice. Oh, kann man sich da voll so ein starkes Digimon bauen, indem man unter dieses Steffimon noch mehr Steffimon packt, dann einen Digiburst aktiviert und dadurch, weiß nicht, irgendeinem Digimon plus 3 Security Attack dann gibt? Könnte vielleicht klappen, aber bin eh nicht gut im Deckbau. Oh, noch nicht viel spielt. On play. Als beim Ausspielen der Effekt. On play vom Digivolution Cards. Achso, wenn diese Karte vorher eine Digitationskarte war und so ausgespielt wird. Ihr wisst schon, der Effekt. Wir dürfen von manchen Karten, dass wir eine Digitationskarte als eigene Karte rausbringen können. Dann dürfen wir 2 ziehen. Was haben wir hier? Pride Memory Boost. Ich glaube, das ist hier auf jeden Fall Nightmon, würde ich mal behaupten. Die anderen drei, kenne ich jetzt nichts. Auf jeden Fall wieder jemand mit leuchtenden Nippeln. Und der andere hat Augen als Nippel und irgendwie ist Digimon komisch manchmal. Hauptfähigkeit. Decke die drei obersten Karten deines Decks auf. Du darfst eine schwarze Digimon-Karte mit Ausspielkosten von 4 oder weniger ausspielen, ohne die Kosten zu bezahlen. Gut, die Optionskarte kostet ja auch 4. Die restlichen Karten werden zerstört. Und dann darfst du diese Karte hier, die Optionskarte, in den Spielbereich legen. Kampfbereich habe ich es ja erst, glaube ich, genannt. So, und dann ist der Haupteffekt Delay, also von einer Runde später mindestens, nachdem man die so ausgespielt hat, kann man sie zerstören. Oder? Ne? Trash das Card, ja, zerstöre sie dann, um 2 Memory zu bekommen. Runde macht man 2 plus, aber man muss natürlich auch 2 Karten dann, oder 3 Karten zerstören, wenn man eventuell gar nichts ausspielen konnte. Dann haben wir eine System Plank Awakened. Und einen Tommy Himi. Security, ausspielen und die Kosten zu bezahlen. Beim Ausspielen zerstöre 3 Digitationskarten oder unterste Digitationskarten von einem gegnerischen Digimon und vererbter Effekt, wenn er da angreift, einmal pro Runde bis zum Ende der gegnerischen nächsten Runde. Eines der gegnerischen Digimon, welches keine Digitationskarten besitzt, kann nicht angreifen oder blocken. Ist ja schön, dass er die drei untersten schon mal zerstören kann. Ich glaube, dann sollte ein Digimon auch fast keine Digitationskarten mehr haben. Okay, Deadly Xmon, das kennen wir schon. Katzimon, hey. Warum denke ich gerade an Seed? Ja, jetzt habt ihr vielleicht einen Ohrwurm gerade. Keine Ahnung. So, typische YouTube-Floskel. Schreibt's in die Kommentare. Ein Katzimon haben wir hier auf jeden Fall. Pose so durchgekommen ist, die ist vielleicht ein bisschen komisch. Mich stört's nicht, aber mich wundert's, dass es gerade auch ein englisches Spiel ist, dass die so durchgelassen haben. Aber okay. Du kannst diese Karte natürlich wieder auf einen gelben Thema drauf entwickeln, als wäre dieser Thema ein Level 3 gelbes Digimon. Dann haben wir ein Kurikakumon. Ja, du kannst diese Karte wieder auf einen blauen Level, blauen Thema digitieren, als wäre ein. Mir fällt gerade auf. Katzimon. Darf man einfach nur so drauf entwickeln, als wäre der Thema ein Level 3 gelbes Digimon. Kurikakumon darf man auf dem Thema, blauen Thema entwickeln, als wäre ein Level 3 blaues Digimon für Memory-Kosten von 2.
normalerweise hier bei Level 3er 3, Level 4er 1. Karzumon hat standardmäßig einfach nur auf dem Level 3er 2. Nix mit dem Level 4er noch. Okay. Und wenn es digitiert, wenn eine Karte mit Hybrid in den Eigenschaften oder mit dem Namen Tomihimi in den Digitationskarten dieses Digimons ist, dann kann ein gegnerisches Digimon, welches keine Digitationskarten hat, bis zum Ende der nächsten Runde oder seiner der gegnerischen nächsten Runde nicht blocken oder angreifen. Ah, und hier haben wir einen Hackmon. Mit den Systermons hinten. Systermon Plank und Systermon Ciel, ne? Hackmon. Wenn es angreift, Vererbteffekt. Wenn es angreift, einmal pro Runde, decke die 5 obersten Karten deines Decks auf, füge alle Karten mit Systermon in deren Namen deiner Hand hinzu. Für ein Systermon-Deck. Auf jeden Fall gut. Worauf hätte ich eigentlich Bock, so ein Systermon, Hackmon, Deck? Mal gucken, wenn ich genug Karten dafür zusammenkriege. Und die restlichen Karten auf jeden Fall wieder in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Metall, Kabuterimon, kennen wir schon. Ah, hier ist der Zweig, den ich meinte. Crumblemon. Und er hatte wirklich einen Hammer. Und der reizt auch Rockmons. Du kannst diese Karte ja wieder auf einen schwarzen Tamer entwickeln, als wäre ein Level 3 schwarzes Digimon. Ähnlich wie Karzumon, auch nur ohne, dass da die Memory-Kosten gesenkt werden, aber er hat eh nur auf dem Level 3er 2 Memory-Kosten. Ultra-Turbulenz, das kennen wir schon. Und das war gar nicht Karzumon hier drauf. Die hat nämlich ein bisschen mehr an. Calling from the Darkness, das klingt wie ein Metal-Song, gefällt mir schon mal. Zerstöre eines deiner Digimon. Dann füge deiner Hand bis zu 2 lederne Digimon-Karten von deinem Ablagestapel hinzu. Und Security, die Karte kommt auf die Hand. Haben wir hier wieder das Pusurimon. Okay, jetzt wissen wir, wie sie heißt. Jet Sylphimon. Okay, Sylphimon, sagt mir noch was. Jet Sylphimon. Kein Plan, wusste ich nicht mehr. Mir gefällt, dass sie ein Flugzeug auf dem Kopf hat. Das finde ich cool. Geiles Design. So ein bisschen auch weiblicher Ninja, also Kunoichi, Kunoichi. Sag immer Kunoichi eigentlich. Naja. Cooles Design auf jeden Fall. Wenn eines deiner Digimon, welches eine Themakarte in den Digitationskarten hat, in dieses Digimon digitiert, reduziere die Memory-Kosten der Digitation um 2. Beim Digitieren, wenn eine Karte mit Hybrid in den Eigenschaften in den Digitationskarten dieses Digimons ist, dann Recovery plus 1 Deck. Gibt es auch ein anderes Recovery plus 1 von der Hand oder so? Habe ich schon mal was gelesen von der Hand? Ich glaube. Was haben wir hier? Evolution Ancient. Kostet nix. Wenn du ein Digimon mit Hybrid in den Eigenschaften im Spiel hast, kannst du diese Optionskarte ausspielen, ohne die Farbvoraussetzung zu erfüllen. Ich dachte, weiß braucht man eh nichts Spezielles. Habe ich mich scheinbar gehört. Der Haupteffekt ist dann, dein Level 4 Digimon kann in eine Digimon-Karte von deiner Hand entwickelt werden, welche die passenden Farbvoraussetzungen hat und 10 Warriors als Eigenschaft hat. Und dabei wird, man muss dann natürlich noch die Digitationskosten bezahlen und das Level wird aber ignoriert. Okay. Dann haben wir ein Flamemon. Beim Ausspielen decke die 4 obersten Karten deines Decks auf. Eine Karte mit Hybrid in den Eigenschaften. Susanoomon oder Takuya Kanbara darfst du dann deiner Hand hinzufügen. Die restlichen immer die Reihenfolge unter deinem Deck.
Vererbter Effekt beim Zerstören. Du darfst ein Takuya Kanbara von deiner Hand ausspielen, ohne die Mangelkosten zu bezahlen. Puh, das war mal wieder ein langes Booster-Pack. Oh, und wir nähern uns schon der Stunde und wir sind noch lange nicht durch. Mache ich vielleicht zwei Videos draus? Ich glaube, nach dem Pack, ja, machen wir mal einen Cut. Hier haben wir auf jeden Fall Firmon. Die Vorentwicklung von dem zu sein, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, weil ich es so geil fand. Oh, die Nachentwicklung, weil das ist ja ein Digiburst. Was bei dem anderen ja als Erbeffekt dann die Voraussetzung war. Mit dem Security Attack Plus. Auf jeden Fall, der Haupteffekt. Digiburst 2. Zerstöre 2 Digitationskarten dieses Digimons, um den unten liegenden Effekt zu aktivieren. Welcher besagt? Eines der gegnerischen Digimon bekommt Security Attack minus 2 bis zum Ende der nächsten gegnerischen Runde. Monitamon. Was haben wir? Blue Hawaii Death. Klingt auch irgendwie so nach einer Spaßmittelband. Blue Hawaii Death. Main. Für diese Runde. Eines deiner Digimon bekommt plus 3000 DP und kann auch gegnerische ungetappte Digimon angreifen, welche keine Digitationskarten besitzen. Das heißt, welche Digimon, die Digitationskarten besitzen, sind immer noch safe. Und es greift mit Eis an. Lecker. Warum hat es eine Kurbel auf dem Kopf? Jedenfalls ist es Pinguin und damit geil. Wendigomon, kennen wir schon. Brave Metal, kennen wir schon. Warum habe ich da nicht gesagt, das klingt nach einem Metal-Song? Flame Memory Boost. Haupteffekt. Eines deiner Digimon bekommt Security Attack plus 1 für diese Runde. Dann platziere diese Karte in deiner Battle Area, also Spiel, in dem Spielbereich. Ja. Außerdem dann der Delay-Effekt. Wir wissen wieder, kann nicht in der Runde aktiviert werden, wo es ausgespielt wurde. Bekomme 2 Memory. Ich glaube, jede Farbe hat so eine Karte. Hier haben wir Schwarz-Leersatz. Das muss man übrigens so sagen. Für jedes deiner Digimon mit Hybrid in den Eigenschaften und jeden Thema, den du im Spiel hast, zerstöre ein gegnerisches Digimon, welches Level 5 oder niedriger hat. Und Security-Effekt ist, aktiviere den Haupteffekt. Beetlemon kennen? Beetlemon kennen wir, glaube ich, noch nicht. Kannst, ja, wieder auf einen Thema, Queen Thema digitieren als wäre Level 3. Doch, das kennen wir schon. Mit JP Shibayama wieder. Hm? Doch, das hat man schon mal. Oh, Koromon bei den Queen Digimon. Was ist da los? Hat den Vererbt-Effekt, wenn es angreift. Mhm. Decke die oberste Karte von deinem Deck auf und platziere sie oberhalb oder unterhalb von deinem Deck. Aha, man kann sich also aussuchen, ob man die dann als nächstes ziehen will oder ob sie ja doch lieber verschwindet. Und das ist auf jeden Fall ein Botamon, das weiß ich. Ha. Dann haben wir einen Beowulfmon. Ja, wenn eines deiner Digimon mit einem Thema in den Digitationskarten in dieses Digimon digitiert, dann reduziere ich meine Kosten um 2, kennen wir. Beim Angreifen darfst eine Karte mit Hybrid in den Eigenschaften von diesen von den Digitationskarten dieses Digimons deiner Hand wieder hinzufügen, um ein gegnerisches Digimon, welches Level 4 oder niedriger ist, der gegnerischen Hand wieder hinzuzufügen. Alle Digitationskarten des Digimons werden zerstört. Ja, also maximal 2, ne? Level 2er, Level 3er. Dann haben wir einen Takuya Kanbara gekriegt. Security, ja, spiel ihn aus, ohne die Karten, Kosten zu bezahlen. Haupteffekt, einmal pro Runde. Du darfst bis zu 5 Karten mit Hybrid in den Eigenschaften von dem Ablagestapel unter diesem Thema in beliebiger Reihenfolge platzieren, um ihn in ein Emperor Cremon von der Hand aus zu entwickeln. Indem man auch die Kosten bezahlt. Mhm.
Als wäre dieser Thema ein rotes Level 5 Digimon. Okay. Wenn man da jetzt 5 Karten darunter packt, zählen da noch die ganzen Vererbteffekte oder werden die einfach unter den, also so wie wir es jetzt haben, unter dem Thema gepackt und nicht so, dass man den Erbeffekt sieht? Das klingt auch schon wieder so extrem krass dann ansonsten, wenn nur noch, wenn man da 5 Erbeffekte drunter packen kann. Uiuiui. Der Vererbeffekt ist hier auf jeden Fall noch von ihm. Dieses Digimon bekommt plus 2000 DP in deiner Runde. Und wenn dieses Digimon 10.000 oder mehr DP hat, bekommt es außerdem noch Security Attack plus 1. Und wir haben ein Lobmon! Hey, Sweetie. Mit dem Vererbeffekt in deiner Runde, einmal pro Runde, wenn du ein Thema ausspielst, bekommst du ein Memory. Hübsch, ich mag Lobmon. Und ja, dann haben wir die Stunde jetzt noch geknackt. Aber noch lange nicht das Display. Oh, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft, würde ich behaupten. Aber ja, die nächste Folge, da sollte es auf jeden Fall schneller gehen. Dann sind ein paar mehr, ja, doppelte Karten langsam dabei. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr euch einfach nur bedudeln lassen wollt, ja, vielleicht gefällt euch meine Stimme, keine Ahnung. Ich hoffe es doch mal. Wäre nett, wenn es euch angenehm. Wenn sie euch mundet, dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder euch besausen lasst von mir. Und dann schaffen wir auf jeden Fall auch das Display. Und wenn es wieder eine Stunde wird, wir ziehen das Display im nächsten Video durch. Bis dahin, schaltet wieder ein. Ciao.